Kaffee ist Leben, weißt du? Kaffee, genau, genau. Kaffee ist Leben. Energie. Tee, wenn du da trinkst, einen Tee, da musst du schon einschlafen eigentlich. Schlaf von der Pfirsa, sag mal. Geschichtlich betrachtet gilt Austria Wien ja als der Kaffeehausclub. Das Clubleben hat sich schon in den 1920er Jahren im legendären Ringcafé abgespielt. Im Café Herrenhof in der inneren Stadt traf sich der Anhängerclub Austria Wien jeden Dienstag von 19 bis 21 Uhr. Und im damaligen Café Savoy in der Himmelpfortgasse befand sich jahrelang das Sekretariat, also die Geschäftsstelle der Austria, wo Norbert Lopper auf 12 Quadratmeter die Austria managte. Am 1. Oktober zelebrieren wir jährlich den Internationalen Tag des Cafés. Was liegt also näher, als mit zwei absoluten Kaffee-Experten in den Reihen von Austria Wien, mit Lukas Mühl und Lukas Galvao, über ihr Lieblingsgetränk zu philosophieren. Getroffen haben wir uns mit ihnen natürlich in einem Wiener Café aus dem Café Benedikt im 3. Wiener Gemeindebezirk. Also in der Früh schaue ich immer, dass mein Espresso losgeht, einfach auch wegen Koffein, dass ich da richtig munter bin fürs Training dann. Aber natürlich beim Brunch und so trinke ich dann gerne einen Cappuccino, wenn ich weiß, jetzt heute geht es ein bisschen lockerer zu. Schon langsam, ruhig in den Tag starten. So ein Cappuccino hat natürlich schon, ist auch was Geiles mit einer schönen Latteart, schöne Tulpen oder Herzen oben drauf, das schmeckt dann nochmal gleich viel besser. Und das sind so eigentlich die zwei häufigsten Arten, die ich immer trinke, ein Espresso oder ein Cappuccino. Lukas Calvau? Ich trinke alle vom Kaffee, also als Cappuccino, Espresso, das kommt auch, wie Lukas gesagt hat, wann und so in der Früh. Ich trinke gerne so, wie in Brasilien ist traditionell, dass wir trinken Filterkaffee, so große Tasse, langsam und genieße das Frühstück und so. Und auch nach Essen und so Mahlzeiten, ich trinke gerne auch ein Espresso und Nachmittag so Kaffee gehen, so auch ein Cappuccino und so, aber vom Kaffee, ich trinke alles gerne. Lieber zu Hause oder lieber auch mal in einem Kaffeehaus, so wie es halt so in Wien früher und heute noch üblich ist, dass man da einfach mal stundenlang drinnen sitzt, Zeitung liest, sich unterhält mit Freunden. Wie ist das bei euch? Also, beides schön. Und so zu Hause, ich finde auch gut, so in der Früh, so gemütlich, dann abstehen und schaue die Nachrichten und so, die Neuigkeiten und trinke Kaffee. Aber ja, natürlich Nachmittag so mit der Familie, Freunden oder Freunde so ausgehen, ist auch schön und ich mache das gerne, ja. Nachmittags in Wien ist das sehr besonders. Ja. Kann ich nur bestätigen, also ich glaube die Mischung, bin schon sehr stolz auf meine Siebträger zu Hause, die La Marzocco Linea Mini. Ich war dort vor Ort bei La Marzocco in Florenz, habe mir das alles angeschaut, wie die Firma entstanden ist, wie das Ganze ja wirklich noch mit händisch alles zusammenbaut wird und was da für Leidenschaft dahinter steckt. Von dem her bin ich da schon sehr stolz und achte da sehr penibel drauf. Also meine Frau kann ein Lied davon singen. Wenn sie da irgendwie zwei, drei falsche Schritte macht, dann bin ich sofort parat und berichtige. Aber natürlich auch super, wenn man draußen im Kaffeehaus irgendwie ein schönes Espresso oder ein Cappuccino trinkt. Dann hat die Leute beobachtet in der Stadt und ist was los bei einem schönen Wetter in Wien. Vor allem gibt nichts Schöneres. Wo gibt es denn den besten Kaffee? Bei dir zu Hause? Der ist sehr weit oben, ja, würde ich sagen. Sehr gut, ich war schon. Ja, Lukas war schon da, er hat schon probiert. Das ist alles Kaffeezentral. Nein, war wirklich schön und er macht wirklich gut. Und gute Kaffee, Qualität. Seit diesem Jahr im Februar, das haben wir einen Kaffeeshop aufgemacht. So, das ist ein Franchise-Café in Brasilien. Das mache ich mit meiner Schwester zusammen und es ist ein Shop-Café, wie gesagt, Shop-Café, aber wo kann man drin gehen und essen, trinken, Kaffee und, oder was kaufen auch, mitnehmen nach Hause. Und ja, das war so eine Geschichte, wo von meiner Familie, wir lieben Kaffee und meine Schwester. Und dann dieses Thema war immer in meinem Kopf, so was machen mit Kaffee. Und dann ja, jetzt wir haben das gemacht und das läuft gut. Und ich hoffe, dass in Zukunft wir können größer werden und so. Stimmt das, dass er schon mal deinen Kaffee getrunken hat? Ich habe ihn schon verschenkt, aber er hat noch nichts probiert. Ich habe ihn zu Hause, er hat mir den geschenkt und ich muss ihn noch probieren, muss noch richtig einstellen. Aber ich habe gerade ein Video gesehen bei ihm zu Hause im Kaffeeshop.
Da wird ja schon schön zubereitet. Also ich habe schon gesehen, die Crema und alles stimmt. Also ich freue mich schon, wenn ich dann ihn ausprobiere. Ist auf jeden Fall bei mir unter der Kaffeemaschine im Regal sehr, sehr gut gelagert. Und jetzt, wenn ich meine Bohne fertig habe, sind noch, glaube ich, 300 Gramm, dann werde ich Lukas seinen anpacken und wird es auch ein Video geben dann für ihn. Und wenn Lukas ja sagt, wenn er sagt so positiv, ne? Dann bist du zufrieden. Dann ist er zufrieden, weil er kennt gut so mit. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zu zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, da dabei zu sein. Lukas, ich glaube, du wirst jetzt vielleicht noch einen Kaffee für uns machen. Auf jeden Fall, freue mich schon. Bin gespannt, wie die Maschine da auf mich reagiert, ob es spinnt oder ob es funktioniert. Aber ich bin gespannt, dass ich was Gutes für euch zaubern kann. Und ja, könnt ihr dann mal berichten, wie es geschmeckt hat. Ja, vielen Dank an euch beide. Ah, danke schön. Danke. So, willkommen beim Café Austria Wien. Hier, Lukas Galvao und Lukas Mühl an der Reihe. Jetzt legen wir mal los mit dem gescheiten Espresso. Tun wir mal hier sauber machen. Applaus. Dann lassen wir den Espresso runter. Jetzt tempen wir das Ganze. Dann sparen wir ein. So, jetzt läuft er runter, das braune Gold hier. Super Kaffee übrigens. Bis wir zufrieden sind, dann drücken wir Stopp. So, jetzt das Wichtigste, was ich vorhin gesagt habe, Milch schäumen. Da schaue ich immer, dass ich mit der Dampfpflanze ein bisschen reinkomme, Fingerspitze. Hier mit der Hand kann man immer die Temperatur feststellen. Wenn er nicht mehr zum Greifen ist, dann passt er. Jetzt müssen wir die Luftblase ein bisschen lassen da. So. Finito. Jetzt ist mein Teil. Der beste Teil. Bin ich gespannt. Brasilianisches Feedback. Schön, schaut gut aus, aber Geschmack ist gut. Und? Top. Beste Kopf. Alles gut gemacht? Ja, sehr gut gemacht.